Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf der Frankfurter Buchmesse bei der 30-Minuten-WG des Stern und von Penguin Random House. Ich freue mich sehr, heute als Gast begrüßen zu dürfen Peter Wohleben. Ich möchte mit ihm sprechen über sein neues Buch Unser wildes Erbe. Und ich glaube, ich muss Peter Wohleben nicht groß vorstellen. Deutschlands bekanntester Förster, Bestseller-Autor, der uns die Ökosysteme Wald so sehr viel näher gebracht hat und Millionen Menschen eigentlich dafür auch begeistert hat. Willkommen, Herr Wohleben. Hallo. Ja, vielen Dank, Frau Schneink. Mhm. Herr Wohleben, Sie haben sich für dieses Buch aus Ihrem Revier hervorgewagt, könnte man sagen. Statt um Bäume geht es sehr viel mehr um Menschen. Was hat Sie aus dem Wald gelockt? Also das Buch selber ist eigentlich eines, das als erstes hätte erscheinen müssen, weil ich mich schon seit meiner Kindheit damit beschäftige, was ist eigentlich bei uns so anders als bei Tieren? Warum sind Tiere und auch vor allem Pflanzen dann vollautomatisch funktionierende Bioroboter? Und wir haben einen freien Willen, wir haben den Verstand, wir kriegen das, für uns hat sich die Natur etwas völlig anderes einfallen lassen. Das ging mir nicht so richtig in den Kopf und habe mich damit ewig schon beschäftigt. Und deswegen bin ich froh, dass der Verlag gesagt hat, okay, mach mal was über Menschen. Das ist ja jetzt auch ganz schön mutig. Als Förster und Ökologe beschäftigen Sie sich nun mit dem sehr, 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 sehr weiten Gebiet der menschlichen Psychologie, wo Sie sich nicht wirklich auskennen. Wie sind Sie da vorgegangen? Naja, also auskennen würde ich schon sagen, tue ich schon, weil ich bin ja ein Mensch und wie bin ich da vorgegangen? Ich habe immer geschaut, wie verhalten sich Tiere, wie verhalten wir Menschen uns? Und häufig werden Dinge völlig falsch interpretiert. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, der Pillenknick. Na, da wird gesagt, die Pille wurde eingeführt, also ging die Geburtenrate zurück und das stimmt nicht. Den Pillenknick hat es zum Beispiel gar nicht gegeben. Wir schauen uns mal in Japan an, wo die Pille überhaupt nicht eingeführt worden ist, gar nicht genutzt worden ist. Dort gab es den Pillenknick in den 50er Jahren, in den USA mehrere Jahre vor Einführung der Antibabypille. Und auch in Deutschland hat der Trend vorher schon eingesetzt. Der erste nennenswerte Rückgang der Geburtenrate war ein nicht natürlicher, aber ein ganz anderer, nämlich die Einführung der Rentenversicherung durch Bismarck. Also das hat mit der Antibabypille natürlich nichts zu tun. Davon abgesehen nutzen wir unser Ökosystem genauso. Also viel Futter heißt hohe Population. Und das kann man schön nachweisen, Einführung des Ackerbaus, die Menschheit vermehrt sich. Einführung neuer, also zum Beispiel Dreifelderwirtschaft, die Menschheit vermehrt sich weiter. Es kommen neue Feldfrüchte wie die Kartoffel und es geht immer weiter, weiter, weiter nach oben. Und wir verhalten uns ähnlich in Bezug auf unsere Reviere. Also bei Tieren, bei Karnickeln ist es zum Beispiel so, wenn die sich stressen, geht die Geburtenrate zurück. Auch bei Vögeln ist das so, ne, Kohlmeisen, da sinkt die Spermienqualität. Das erkennt man bei den Vögeln übrigens sehr schön an der Brustfärbung. Also die etwas mattere Brustfärbung haben, bei denen klappt das nicht mehr so gut, ne, bei den Männchen. Das sehen die Weibchen übrigens auch und gehen da woanders hin. Und bei uns Menschen ist es auch so, bei den Männern, die Zahl der Spermien geht immer weiter zurück. Und keiner kann sich das erklären, wo ich sage, Leute, wir funktionieren wie alle anderen Tiere auch. Unsere Reviere sind so dicht aufeinander. Übrigens, die persönliche Komfortzone liegt zwischen diese Distanzzone 1 und 4 Metern. Jetzt gucken Sie sich mal alle an. Die ist unterstritten. Das macht Stress. Das macht Stress. Und der Körper sagt, es sind hier ein paar zu viele. Wir fahren jetzt einen Gang zurück. Und wir denken immer, das muss an irgendwelchen merkwürdigen Dingen liegen. Und ich sage, also alle anderen Tiere reagieren genauso. Warum wir denn nicht auch? Menschliches Verhalten. Sie selbst sind ja jemand, der gerne in seinem alten Forsthaus vor dem gemütlichen Kamin ab und zu sitzt und dann doch dem prasselnden, knisternden Flammen sie beobachtet. Aber genau von diesem wärmenden Feuer, das ist ja die Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen, müssen wir uns verabschieden. Wir müssen aufhören, fossile Brennstoffe zu verfeuern, Öl, Erdgas. Warum fällt es uns so schwer, unser Verhalten diesbezüglich zu verändern? Naja, also wir Menschen sind von Natur aus gierig, wir sind egoistisch und das hat uns 300.000 Jahre lang gut über die Runden gebracht, weil wir ja eigentlich dauernd Gefahr laufen, auszusterben. Also wenn man mal schaut, in der Altsteinzeit zum Beispiel so vor 30.000, 40.000 Jahren gab es in ganz Europa im Schnitt 1.500 Menschen. 1.500 und es leben allein in der EU über 460 Millionen. Das heißt, wir sind im Verhindern des Aussterbens einfach zu erfolgreich geworden. Mit unserer Gier, also Gier ist ja nichts Negatives, ne?
Egoismus ist auch nichts Negatives. Machen Bäume auch. Bäume sind extrem egoistisch, rotten zum Beispiel große Pflanzenfresser aus, haben die gar kein Problem damit. Aber sie machen halt in Benutzung ihr Ökosystem immer besser und wir machen es in Benutzung immer schlechter. Also der Egoismus von Bäumen gefällt mir besser als unserer. Die zentrale Botschaft Ihres Buches lautet ja, die Vernunft hilft uns bei dieser großen, großen Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, nicht wirklich weiter. Da möchte ich gleich mal einhaken, denn dank unserer Vernunft können wir Wolkenkratzer errichten, wir können zum Mond und bald sogar zum Mars fliegen. Warum hilft uns die Vernunft Ihrer Meinung nach nicht dabei, Abschied zu nehmen von den fossilen Brennstoffen? Ja, also die Vernunft gaukelt uns vor, wir wären Herr oder Herrin unserer Instinkte, unseres Unterbewusstseins. Ne? Das sind ja alles umstrittene Begriffe. Es ist umstritten, ob es den freien Willen überhaupt gibt. Ne? Das ist alles hoch umstritten, trotzdem gehen wir davon aus, es wäre so und bauen letztendlich fast alles darauf auf. Und ich persönlich sage, also wenn das alles umstritten ist, aber dass es Instinkte gibt, dass es ein Unterbewusstsein gibt, also dass wir getrieben sind von Dingen, die wir eigentlich gar nicht so wahrhaben wollen, steht fest. Kann übrigens jeder und jede bei einer Diät überprüfen. Ne, man hat ein schönes Stück Kuchen vor sich, man hat Kohldampf und sagt, ich will aber eigentlich abnehmen. Und im Zweifelsfall isst man es dann doch und sagt, ich mach's morgen mit dem Abnehmen. Dann haben ganz klar, wir haben wieder die Instinkte gewonnen und der Verstand ist ein schlechter Verlierer. Ist es zweifelhaft, ob wir das damit erreichen. Der Verstand hat uns bisher geholfen, unsere Bedürfnisse, unsere instinktiven Bedürfnisse besser zu befriedigen, mehr von allem zu bekommen, was ja 300.000 Jahre lang nicht besonders viel war. Und ich plädiere dafür, den Spieß umzudrehen und die Instinkte endlich in den Dienst des Verstands zu stellen. In der Wissenschaft ist dieser Widerspruch zwischen Einsicht, vernünftiger Einsicht, ich weiß, was eigentlich gut wäre, und der mangelnden Umsetzung, also ich tue es nicht und esse trotzdem abends auf dem Sofa meine Tüte Chips oder fahre Auto, als kognitive Dissonanz bekannt. Und viele Forscher sagen, ja, es ist Quatsch, das mit guten Vorsätzen oder dem Willen überwinden zu wollen. Wir kennen alle die Geschichte der gescheiterten Neujahrsvorsätze. Wir müssen die Verhältnisse ändern und dann folgt das Verhalten quasi im Schlepptau. Wie sehen Sie das oder was meinen Sie dazu? Ja, also ich finde es ein guter Ansatz. Also so funktionieren ja letztendlich auch Strafen. Strafen triggern unsere Instinkte. Also wenn man bei Rot an einer Ampel hält, dann, und sagen wir mal, es ist jetzt dunkle Nacht, es ist kaum jemand unterwegs, halten die meisten Leute trotzdem, weil wenn man da geknipst wird, verliert man halt seinen Führerschein. Also da werden Ängste getriggert. Also auch nicht der Verstand. Das ist nicht der Verstand, der sagt, ja, das ist sinnvoll, vielleicht kommt gleich doch jemand um die Ecke. Und so ist das bei vielen negativen Dingen so, da ist uns das vollkommen klar, auch in der Erzählung der Klimakrise, wir brauchen das auch, wir sollten uns auch wirklich Sorgen machen, aber mir fehlt eben der zweite Teil. Warum triggern wir nicht Glücksgefühle? Zum Beispiel, indem man Solaranlagen einbauen lässt, in denen der Stromzähler einfach rückwärts laufen darf. Das ist cool. Also wir haben das mal 2 Wochen illegalerweise gehabt. Ich bekenne mich schuldig. Als sie eingebaut worden ist, hat der Elektroinstallateur das einfach angeschlossen. Und wenn man dann sieht, wie die Rechnung kleiner wird, ja, das macht Spaß. Und in dem Sinne, oder es hat es ja schon mal gegeben, dass man, wenn man Pfandflaschen zurückgibt, dass man an einem Glücksspiel teilnimmt, automatisch. Ne? Und so gibt es ganz, ganz viele Ansätze, wo man sagt, macht doch die Leute glücklich in ihren Verhaltensänderungen, dann klappt das viel, viel besser. Ja, Verhältnisse zu ändern bedeutet eben, dass neue Routinen entstehen und dann muss ich nicht mehr lange darüber nachdenken. Ich muss mich nicht einen inneren Schweinehund überwinden, um mich anders zu verhalten. In der Psychologie nennt man diese Methode da auch Nudging, dieses Motivieren, dieses leichte Anstupsen, genau, um in diese neuen Routinen reinzukommen. Ich kenne ein Beispiel aus Hamburg. Es ist klar, irgendwann müssen wir da im Innenstadtverkehr aus dem Auto heraus. Es fällt uns allen wahnsinnig schwer. Im Grunde genommen wird eine neue Struktur dort gebaut, also selbstfahrende, autonome Fahrzeuge. Und das Ziel der Politik ist, dass innerhalb von 5 Minuten jeder ein konkretes Mobilitätsangebot hat. Also entweder kommt dieses Taxi oder der Bus hat diese hohe Frequenz. Dann ist das Verhältnis so, dass meine Verhaltensänderung ganz niedrigschwellig und ganz einfach ist. Also wir haben da eine Menge Erfolge, sind da möglich. Was glauben Sie, was fehlt noch, um noch stärker diese Motivation zu nutzen, dieses Nudging zu unterstützen? Naja, also sagen wir mal, also das Erste und Wichtigste ist, dass wir Instinkte bei Politikerinnen und Politikern einbremsen. Also ich meine, das ist einfach ein zu schönes Beispiel, weil es sehr, sehr gut eignet ist. Unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing,
der setzt die einfachsten Sachen nicht um. Also zum Beispiel ein Tempolimit, wo man sagt, es kommt niemand im Durchschnitt langsamer an, weil es weniger Staus geben wird, denn wir kennen das ja aus den Niederlanden. Es kostet weniger Geld, nicht mehr, weil man weniger Sprit oder weniger Strom verbraucht. Und es kommen weniger Menschen ums Leben. Also es spricht alles dafür. Das ist eine die allereinfachste Klimaschutzmaßnahme, die man politisch einleiten kann. Und trotzdem wird es nicht gemacht, weil man damit bestimmte Teile der Verbrennerproduktion benachteiligt. Ich sage jetzt einfach mal eine Firma Porsche. Also die Firma Porsche hat ja auch in den Koalitionsverhandlungen ausweislich des Vorstands stündlich mit reingegrätscht. Das sind Instinkte. Da geht es um Macht, da geht es um Gier. Nochmal, das ist grundsätzlich nichts Negatives, aber das hat eigentlich in der Politik nichts zu suchen. Jetzt sind das natürlich alles auch nur Menschen. Ich möchte gar nicht mit denen tauschen. Aber wir brauchen ein Kontrollorgan. Und das könnte ein Bürgerinnen- und Bürgerrat sein, den es in anderen Ländern ja schon gegeben hat. In Island zum Thema Verfassung. In Deutschland, also im Bürgerrat hieße, die Leute werden dort reingelost. Die sind gar nicht beeinflussbar, weil gar keiner weiß, wer da reinkommt. Und dieser Bürgerrat würde als dritte Kammer den Bundestag und den Bundesrat kontrollieren mit entsprechenden Befugnissen. Das heißt, würde die etwas zügeln. Nicht allein entscheiden, gar keine Frage. Und alle 4 Jahre auch wieder ausgetauscht. Natürlich haben auch die Leute in diesem Bürgerrat Instinkte, aber nochmal, die sind von außen nicht so leicht adressierbar über den Lobbyismus. Das hat sich in vielen Fällen schon bewährt. In Deutschland macht man das jetzt auch, aber so nach dem Motto, so richtig aber nicht. Und da gibt es jetzt einen Rat, der sich mit Ernährungsfragen beschäftigt und der hat dann auch nur Empfehlungscharakter, wo ich sagen würde, Leute, es wird jetzt dringend Zeit für richtige Veränderungen. Wir haben im Vergleich zu den USA sicher eine deutlich bessere funktionierende parlamentarische Demokratie, aber da gibt es Ansatzpunkte, da muss ich was tun. Nochmal, das Bundesverkehrsministerium ist im Hintertreffen mit den CO2-Emissionen und ist nicht gewillt, dort etwas dran zu tun. Und das kann man an Personen festmachen, die ihre Instinkte nicht im Griff haben und dann muss das anders geregelt werden. Ne? Ja, ich muss es mal so deutlich sagen. Also ich bin ein großer Fan der parlamentarischen Demokratie und sehe das sehr skeptisch mit den Bürgerräten. Aber klar, das ist Ihre Meinung, das ist ein interessanter Gedanke. Ich fände es auch super, wenn einfach mehr Leute in die Lokalpolitik gingen und versuchen dort das mitzugestalten. Also Bürgerpartizipation ist ja auch jetzt möglich. Aber Sie haben natürlich absolut einen Punkt, es muss politisch mehr geschehen und das liegt aber auch an uns allen. Eine andere Frage, die ich aufwerfen möchte: Sie sagen oder empfehlen ja auch in Ihrem Buch, um Verhalten zu ändern, ist es zentral, dass die Wissenschaft stärker emotionalisiert, dass sie ihre Erkenntnisse nicht nur rein sachlich rüberbringt, sondern emotional, denn nur dann können Menschen Empathie empfinden und würden auch Rücksicht nehmen. Haben Sie da Beispiele für eine solche Emotionalisierung? Ja, sagen wir mal ein Beispiel von einer wissenschaftlichen Meldung. Die Uni Leipzig hat, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, eine Meldung rausgebracht, hat jetzt gar nichts mit Klimaschutz zu tun, aber dass man mal sieht, wie formulieren die mittlerweile Wissen, was sie an die Bevölkerung bringen wollen. Die haben zum Beispiel geschrieben, dass Eichenvögel um Hilfe rufen, um Raupen loszuwerden. Ne? Das ist eine Formulierung der Universität Leipzig. Jetzt sind da natürlich nicht Eichen, die rufen, hallo Vögel, kommt mal her. Ne? Da würde jeder sagen, ne, also so ist das auch nicht gemeint. Sondern die Eichen senden chemische Hilferufe aus, in Anführungszeichen, also Duftstoffe, die die Vögel interpretieren können und wissen, da hinten auf der Eiche gibt es Raupen, die zerfressen die Blätter. Bei den Eichen, den Vögeln, wird das am Hintern vorbeigehen, der Eiche zu helfen, sondern die wollen ja nur die Raupen fressen. Aber letztendlich werden komplexe wissenschaftliche Befunde so runtergebrochen, dass jeder versteht, da passiert was. Eichen wehren sich, indem sie Vögel herbeirufen, in Anführungszeichen, um ihre Raupen loszuwerden. Das ist nur so ein Beispiel, wie heutzutage Universitäten ihre Forschungsergebnisse verpacken. Ich bin mir nicht sicher, ob Empathie, die dann so ausgelöst wird, automatisch zu einer Rücksichtnahme führt. Sehr, sehr viele Menschen finden Panda-Bären wahnsinnig niedlich, aber das hindert sie ja überhaupt nicht daran, einen Konsum zu praktizieren, der indirekt Wildtieren Schaden zufügt. Möbel aus Tropenholz, Palmen aus Plantagen. Also was macht Sie da so sicher, dass ausgerechnet Emotionen in irgendeiner Weise zur Verhaltensänderung führen? Und diese Verniedlichung von Tieren ist ja oft das Gegenteil von Tierschutz. Wir haben schöne Beispiele. Also der Walschutz, der Robbenschutz, der ist genau darauf zurückzuführen, dass wir alle mitgefiebert haben. Wir wollten nicht, dass diese Tiere ausgerottet wurden. Das ist nicht aus meeresbiologischen Gründen erfolgt.
Und ich sehe das auch in Bezug auf meine eigenen Bücher. Wir sehen überall Waldbürgerinitiativen aufblühen. Es mischen sich immer mehr Menschen ein in die Art der Waldbewirtschaftung. Und es wird nächstes Jahr, das ist auch ein Ausfluss daraus, einen neuen Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement an der Hochschule Eberswalde geben, der ganz breit getragen wird von NGOs, also der Greenpeace-Stiftung zum Beispiel, aus der Bauwirtschaft, aus dem Großprivatwald, die sagen, ja, wir müssen Wissen anders vermitteln, wir müssen da anders rangehen. Da geht es natürlich jetzt nicht um die Emotionalisierung, sondern grundsätzlich um den demütigeren Umgang, aber auch um eine vernünftige Wissensvermittlung. Da forscht übrigens auch das Helmholtz-Zentrum für Nachhaltigkeit dran. Das ist auch wirklich cool. Der wissenschaftliche Leiter, der Professor Mark Lawrence, der meine Bücher übrigens auch gelesen hat, mit dem habe ich mich neulich unterhalten, er sagt, ja, genau daran forschen die, an der Schnittstelle Wissenschaft, Bevölkerung, aber auch Wissenschaft, Wissenschaft. Also wenn die auf UNO-Klimakonferenzen sitzen, dann sitzen die in ihren Räumen, vorne auf der Bühne quatscht irgendjemand was und alle gucken in ihr Handy, also von den anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und keiner hört zu. Sagen, so kann es ja nicht gehen. Also man muss sich schon gegenseitig zuhören und das macht man nur, wenn man emotional gepackt wird. Also daran wird gerade sehr viel geforscht. Sie sind für diesen Anthropomorphismus, also für die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften und Gefühle auf Pflanzen und Tiere massiv kritisiert worden. Gerade erst ist eine Studie erschienen, am 19. September war es, wo eine ihrer zentralen Thesen, nämlich dass Bäume sich um genetische Nachkommen kümmern, ihnen quasi Nährstoffe zukommen lassen, widersprochen worden. Da wird gesagt, ein absichtlicher Kohlenstoffaustausch ist nicht messbar und in den Daten, die geben das nicht her. Was sagen Sie dazu? Da sieht man mal schön, wie Lobbyismus funktioniert, weil Sie sind auch darauf reingefallen, das war keine Studie, das war ein Opinion Paper, das heißt ein Meinungspapier, was seinerseits auf Meinungspapieren beruht. Wird gerade hinter den Kulissen kräftig kritisiert in der Wissenschaft, was da passiert ist. Da gibt es auch erste Veröffentlichungen dazu. In diesem Gremium, was das kritisiert hat, was eben keine Studie herausgegeben hat. Also eine Studie stellt irgendwas fest und es gilt so lange als wahr, bis man es widerlegt oder eben bestätigt. Ne? Und hier wird einfach auf gut Deutsch gesagt, wenn man Bäume emotionalisiert, gefährdet man den Wald. Und hinten wird auch ganz klar die Forstwirtschaft erwähnt. In diesem Gremium sitzen zum Beispiel Leute, die sagen, ohne Motor, also jetzt auf ganz einfach runtergebrochen, ohne Motorsägeneinsatz stirbt der Wald. Also wenn man keine Bäume fällt, stirbt der Wald. Wo man sagt, wie bitte? Also keine Bäume fällen, keine neuen Plantagen anlegen, dann stirbt der Wald. Zum Beispiel, solche Behauptungen werden da aufgestellt. Es sitzen dort Leute drin, die verheiratet sind, ist zum Beispiel einer mit der Hauptgeschäftsführerin des größten Waldlobbyverbands und so weiter und so fort. Und diese Leute stellen Behauptungen auf und stützen ihre Meinung zum Teil auf Studien aus den 1920er Jahren, wo man sagt, Leute, aktuelle Biologie ist ganz woanders. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, was man nicht glaubt. Es gibt in den USA, das ist glaube ich dieses Jahr rausgekommene Studie, es gibt ein Nachtkerzengewächs, das kann anfliegende Bestäuberinsekten hören, macht dann sofort den Nektar süßer und antwortet mit dem Schütteln der Blütenblätter. Universitäre Studie, können Sie nachlesen, irre. Und diese Forschenden zum Beispiel sagen, wir müssen mit Zivilisationsgeräuschen vorsichtiger sein, weil wir die Pflanzenabwehr behindern, weil Pflanzen hören sehr genau zu. Die hören zum Beispiel die Kaugeräusche von Tieren und fahren dann ihr Immunsystem hoch. Und wenn wir zu laut sind, hört man das nicht mehr. Und Sie können ja mal gerne überlegen, ob Sie mal Raupen kauen hören haben. Das können Pflanzen. Und da würden viele Leute sagen, das geht zu weit, also auch aus diesem Gremium, Pflanzen haben keine Ohren. Aber wir unterhalten uns halt mit Biologinnen und Biologen, zum Beispiel von der Uni Bonn, die forschen an solchen Sachen. Und da sagt zum Beispiel der Professor Wandisek Baluska, Biologie Bonn, Pflanzen hören mit dem ganzen Körper. Die brauchen doch keine Ohrmuscheln. Aber noch einmal, dieser gezielte Kohlenstoffaustausch, und das sind nicht nur Paper von 1923, der ist zu genetisch verwandten Nachkommen, der ist so nicht oder wenn dann nur minimal zu beobachten. Ich finde, Sie haben jetzt sehr viel auch auf politischer Ebene argumentiert, das ist jetzt ein Sachargument. Aber auch dazu kann ich sagen, dazu gibt es Studien, da gibt's, kann ich Ihnen auch mal zukommen lassen, in Nature zum Beispiel am 2020, auch nochmal Franziszek Baluska und Stefano Mancuso, die daran forschen, nochmal veröffentlicht, das ist ein David Robinson, das ist ja auch hier der Führer der Studie, der hat schon 2008 den Federhandschuh dieser modernen Biologie hingeworfen und hat gesagt, er kann das nicht leiden, kann man ja machen, und bekämpft das seitdem.
Aber er hat keinen Gegenbeweis angetreten. Diese Studien gibt es nämlich sehr wohl. Also das ist gut bestätigt. Da haben sie übrigens auch auf diese Sachen ein israelisches Forscherteam gemeldet und hat gesagt, wir erforschen das gerade und können das nochmal bestätigen. Also das ist alles bestätigt und wieder bestätigt. Und Wissenschaft, die sauber ist, die sagt, ich kritisiere das Studiendesign oder ich mache eine Gegenstudie dazu. Das machen die aber alles nicht. Die sagen einfach, wir glauben das nicht und wir finden das doof. Das finde ich für Wissenschaft ein bisschen zu kurz gesprungen. Nochmal, wenn man mal in die Vita dieser Leute schaut, dann sieht man, bei den meisten gibt es eine Schnittstelle Forstindustrie und dem eigenen Lebenslauf. Und das ist so ein bisschen, als wenn Sie bei der Firma Tönnies, der größten Schlachterei in Deutschland, nachschauen würden und würden feststellen, dass alle Studien zum Thema Tierschutz letztendlich mit diesem Haus verbandelt sind. Da wird man auch sagen, da gibt es ein gewisses Misstrauen. Und das ist übrigens eine Strategie, die seit in den 1970er Jahren, Firma ExxonMobil zum Beispiel hat das ja sehr schön vorexerziert zum Thema Klimaschutz. Sie bringen Gegenpapiere, keine Studien, sondern Opinion Paper, das kann ja jeder machen, raus. Teilweise noch nicht mal peer-reviewed, das werfen diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch vor, geben die raus, behaupten irgendwas und dann heißt es ganz schnell, und das ist genau der Punkt, es entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck eines Gegenbeweises und eine Verunsicherung. Und genau das erleben wir hier auch. Aber nochmal, Sie sehen mich relativ entspannt zu dem Thema, weil wir arbeiten ja mit verschiedenen Universitäten zusammen, Koblenz zum Beispiel, eben auch Bonn. Und da ist vollkommen klar, wo wir sitzen. Wir sind mit der Biologie vernetzt. Forstwissenschaft traditioneller Art hilft uns momentan leider, obwohl sie spannende Ergebnisse rausbringen könnte, nicht besonders weiter. Herr Wohlleben, vielleicht eine Frage zum Abschluss. Der Wald in 10, 20 Jahren, wie wird er aussehen in Deutschland, wie müsste er aussehen und auf welchem Weg befinden wir uns da eigentlich? Also wir werden übrigens auch aufgrund solcher Expertisen, dass der Wald ja ohne Försterinnen und Förster gar nicht überleben kann, das setzen die momentan leider auch durch, werden immer weiter Plantagen angelegt, aber die sterben gerade alle ab. Also ein Großteil der Plantagen in Form von Fichten und Kiefern, das sind mittlerweile leider, obwohl nicht heimisch, die häufigsten Baumarten, die werden in den nächsten 10 Jahren absterben. Das heißt, wir werden die Hälfte der Waldfläche verlieren. Und jetzt gilt es, lass die Biomasse im Wald, die Pilze, die Bakterien, die sind ja alle da. Und überall, wo wir es lassen, kommen die schönsten Laubwälder von alleine zurück. Wir sind ja hier Laub-Urwaldland von Natur aus. Und die alten Laubwälder, die wir noch haben, das sind die widerstandsfähigsten. Gibt es tolle Studien und auch Kurzgutachten dazu, haben die letzten trockenen Sommer besonders gut überlebt. Die gilt es jetzt zu erhalten und darauf sollte das Hauptaugenmerk liegen. Wir müssen aufhören mit der Plantagenwirtschaft. Wir sollten der Natur wieder mehr zutrauen. Sie zeigt ständig, dass sie es noch kann. Vielen Dank, Herr Wohlleben, für das spannende Gespräch. Wir machen hier gleich, und vielen Dank an das Publikum, wir machen hier gleich weiter, um mit dem österreichischen Autor Daniel Visser, Mitbegründer des ersten Wiener Heimorgelorchesters und in jeder Hinsicht ein Liebhaber des Absurden. Bleiben Sie bei uns, hören Sie uns hier weiter zu. Es bleibt spannend. Vielen Dank. Auf Wiederhören.